In diesem Video schauen wir uns die Besonderheiten einer Les Paul-Gitarre an, und zwar 5 Stück davon, die 5 Besonderheiten von Les Paul-Gitarren, was sie so besonders macht und alles, was du darüber wissen musst, erfährst du, wenn du dranbleibst. Außerdem wirst du dir wahrscheinlich auch eine kaufen wollen, wenn du den letzten Tipp hörst. Deswegen würde ich auf jeden Fall ganz bis zum Ende dranbleiben. Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Delamar Guitar Channel. Mein Name ist Tim und wir schauen uns heute 5 Besonderheiten einer Les Paul Gitarre an. Die Mutter aller E-Gitarren, kann man fast sagen, oder zumindest Solid Body Gitarren. Denn so eine Les Paul ist im Prinzip die erste moderne E-Gitarre, die überhaupt gebaut wurde. Alles, was danach kam, ist eine Abwandlung davon. Und deswegen schauen wir uns doch einfach mal in diesem Video die 5 größten Besonderheiten an. Und wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like und ein Sub da, außerdem Glocke abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir fangen sofort an mit Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 1 ist nämlich eigentlich der wichtigste Ton, warum man sich überhaupt eine Gitarre kauft. Nämlich der Tone, also der Klang, die Klangcharaktereigenschaften, die so eine Gitarrenkonstruktion hat. Und ich würde sagen, wir hören uns die doch einfach mal an. Also wie klingt so eine Les Paul überhaupt? Ich mach's dir vor. Der Sound der Les Paul ist schon cool. Also auf jeden Fall. Wir haben es hier nämlich mit einer Mahagoni-Gitarre zu tun. Also die ist größtenteils aus Mahagoni gefertigt und die Hölzer dieser Gitarre machen eben auch sehr viel vom Sound aus. Also wenn ich mal hier in die Nahaufnahme gehe, dann hast du hier einen Mahagoni-Korpus. Das ist jetzt hier lackiert, deswegen sieht man das nicht. Mit einer Ahorndecke. Und das ist das, was auch diese wunderschöne Optik macht. Wenn du mal genau hinguckst, hast du hier so diesen 3D-Effekt, so ein bisschen wie bei Holo-Pokémon-Karten, wenn man damit was anfangen kann. Finde ich einfach immer, immer wunderschön und das ist auch ein richtig schönes Top, was auch richtig tief geht. Ne? Aber okay, also Ahorndecke, Mahagoni-Korpus, Mahagoni-Hals und in diesem Fall ein Rosewood-Griffbrett ist auch oft ein Ebenholz-Griffbrett. Und die Kombination aus den Hölzern macht auch schon viel von dieser Gitarre aus. Das ist einfach so dieser wunderbar warme Klang, den du eben gehört hast. Also ich habe hier einen sehr spritzigen so Fender-Tone von meinem Camper. Und die Gitarre verleiht dem Ganzen einfach so einen warmen Unterton, der es einfach super smooth klingen lässt. Ne? Außerdem natürlich wichtig sind die 2 Humbucker-Pickups, die sehr typisch sind, um diesen Tone zu erreichen. Und natürlich kann die Gitarre mehr als nur einen Ton. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit auf dem Neck-Pickup gespielt, der ist natürlich am wärmsten. Aber ich würde sagen, ich mache dir doch auch mal die anderen Positionen vor, denn also der Neck klingt nochmal so. Du kannst aber auch den Bridge-Pickup benutzen, der immer noch, finde ich, sehr warm klingt, aber so eine leichte Spritzigkeit kriegt. Und natürlich, was auch geht, sind beide Pickups zusammen. Das ist dann dieser sehr so nasale Mittenton. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Country-Ton, wenn du hier... kein Country, vielleicht ist das Country. Also das ist ein sehr, sehr beliebter Ton, den man so in Country-Musik findet. Für den Blues würdest du eher auf den Neck-Pickup gehen.
Da ist ein sehr bluesy Ton. Natürlich kann man dann auch mit ein bisschen Verzerrung auf den Bridge Pickup gehen. Dann schalte ich mir doch hier einmal einen Marshall Sound rein. Dann kriegst du auch diesen saucoolen. Classic Rock Tone, also der Sound der Les Paul ist einfach ein ganz besonderes Biest, was man mit einer anderen Gitarre nicht kriegen kann. Und das macht halt auch die Kombination der Hölzer aus. Mein Punkt Nummer 2, warum so ein Les Paul auch einfach ein cooles Instrument ist, ist die besondere Konfiguration der Tone- und Volume-Regler. Da rede ich hier von dieser Sektion, die vielleicht der ein oder andere gar nicht so beachtet, wenn er sich eine Gitarre anschaut. Und zwar haben wir nämlich für jeden Pickup im Prinzip ein Frequenzband, kann man sagen. Und das gibt dir einfach eine wahnsinnig große Variation, wie du hier deine Pickups einstellen kannst, konfigurieren kannst. Und einen super Tipp habe ich gleich für dich. Und zwar, wenn du nämlich hier, also erstmal, was machen wir denn eigentlich damit? Wenn wir den vorderen Pickup anwählen, dann haben wir hier einmal Volume und Tone, Lautstärke und eben Tone, ne, also Höhen. Und wenn wir hinten sind, haben wir das Ganze nochmal für den hinteren Pickup hier in dieser unteren Reihe. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Gig bin und sagen wir mal, ich brauche einen Sound, der vielleicht für Rhythmus und für Solo ist. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen cleanen Sound und ich will auch ein cleanes Solo spielen. Und dann mache ich vielleicht hier auf meinem Neck Pickup den Rhythm Sound. Den kann ich dann ein bisschen leiser machen, hier mit dem Volume von dem Neck Pickup eben. Vielleicht sogar noch ein bisschen leiser, dann ist der Unterschied noch krasser. Und ich würde dann natürlich meinen Amp so einstellen, dass das so eine gute Standardlautstärke ist. Und wenn es dann ins Solo geht, haue ich einmal runter und schon bin ich lauter. Leise. Laut. Und das funktioniert natürlich genauso gut, wenn ich hier einen verzerrten Sound anwähle. Dann kann ich das Gleiche auch machen, also hier mit meinem Neck Pickup. Und Solo. Funktioniert genauso gut, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Metalband bin, keine Ahnung, und ich brauche vielleicht einen Solo-Sound auf dem vorderen Pickup. Kann ich das eben einmal umdrehen, dann mache ich einfach meinen vorderen Pickup lauter, meinen Bridge-Pickup leiser. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das ist halt einfach der Vorteil, dass man hier direkt so einen Switch hat und zwei verschiedene Einstellungen machen kann. Spart dir im Prinzip mindestens ein Pedal. Was auch natürlich geht, ich kann mit dem Tone beider Pickups viel machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht zwei verschiedene Solo-Sounds haben will und ich brauche einmal so einen smoothen Santana-Tone, dann mache ich vielleicht hinten hier den Tone ganz runter. Und auf dem vorderen Pickup habe ich einfach den Tone aufgedreht. Dann haben wir diesen Unterschied hier, also vorne. Und hinten. Vorne. Und hinten. Vorne. Hinten. Und damit hast du einfach eine wahnsinnig große Variation, also Volume und Tone getrennt von beiden Pickups. Das ist schon eine coole Sache. Mein Grund Nummer 3, warum Les Pauls besondere Gitarren sind, sag ich mal, ist die Pickup-Konfiguration an sich. Denn das ist auch eine Eigenheit der Les Paul, dass es im Prinzip auch so die erste Gitarre war, die eben standardmäßig mit Humbucker-Pickups kam. Also große Konkurrenzprodukte sind ja immer die Fender-Modelle und die sind ja typischerweise Single-Coils. Dazu machen wir übrigens auch noch ein Video. Und hier haben wir eben die Humbucker. Und die Humbucker sind eben viel für den Tone verantwortlich. Aber gerade in den 70er Jahren hat sich diese Gitarre besonders bei Rock-Gitarristen durchgesetzt. Denn durch die Humbucker kriegst du eben einfach einen richtig fetten Rock-Sound. Und da ist eben die Les Paul einfach eine der ersten Anhaltsstellen, wie sagt man, die erste Wahl. Ne? Das mache ich dir doch gerade mal vor. Wir haben jetzt hier so ein bisschen den Classic Rock Sound. Thank you.
das Ganze geht natürlich noch ein bisschen krasser, wenn ich auch mal so einen Metal-Sound reinhaue. Und du wirst sehen, die Pickups hier, der Humbucker auf der Bridge, der macht einfach echt diesen super geilen Metal-Sound auch schon aus, ne? Also nicht ohne Grund spielen Gitarristen wie James Hetfield von Metallica. Gut, er spielt mittlerweile nicht mehr Les Paul, der hat mal eine Les Paul gespielt. Oder auch Leute wie Slash, ne? Die spielen alle Les Paul-Gitarren, weil sie diesen super verzerrten Rock-Tone, den dir diese Gitarre eben gibt, ja, einfach lieben und mögen. Also Rock-Gitarristen sollten sich so einen Les Paul auf jeden Fall mal anschauen. Außerdem mein Grund Nummer 4. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die technischere Seite. Übrigens, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, wenn dir das Video gefällt, lass dir ein Like da und schreib mir doch mal in die Kommentare, ob dir eine von diesen Besonderheiten selber schon aufgefallen ist oder ob du noch eine andere kennst. Aber die Besonderheit Nummer 4 hat tatsächlich mit der Länge der Gitarre an sich zu tun. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Konstruktion dieser Gitarre rein. Und zwar die Scale Length, also Scale, für alle, die den Begriff nicht kennen, damit beschreibt man die Länge der Saite sozusagen, also von hier, wo die Saite in der Bridge aufgespannt ist, bis zum Sattel hier, wo die Saite aufgespannt ist. Diese Länge der Saite ist bei der Les Paul im Vergleich relativ kurz. Das sind in Zoll, sind es glaube ich 25,75 Zoll, ich habe es im Millimeter gerade nicht im Kopf, aber ist auf jeden Fall so mit die kürzeste Mensur, zumindest wenn man jetzt so Dreiviertelgitarren und so rauszählt. Und diese kurze Mensur hat den einen oder anderen Vorteil, vielleicht sogar auch einen Nachteil. Auf jeden Fall ist sie eine ganz besondere Geschichte. Nämlich hast du einfach dadurch schon auf den Gitarrenseiten ein bisschen weniger Spannung, was einfach super cool ist für Bendings. Also wenn ich jetzt hier bende, mit Tone vielleicht, ne, damit du es auch hörst. Ich gehe mal wieder auf den Clean Tone, aber die Bendings fühlen sich einfach sehr flutschig weich an, weil die Seitenspannung so gering ist. Vielleicht kennt der eine oder andere das beliebte Solo von Another Brick in the Wall. Dann macht er den. Und dann kommt das. Dieses super hohe Bending, wo er zwei Töne höher geht. Und das hat er auch auf einer Les Paul gespielt. Und das ist einfach so ein Ding, was man auf anderen Gitarren schwieriger machen kann. Diese kurze Mensur, die Kürze der Saite, also weniger Spannung, lässt sich höher benden. Und auch Vibrato geht viel einfacher. Man kann da wirklich schönes Vibrato drauf spielen, was einfach so ein bisschen die Saitenspannung ist da einem nicht im Weg. Was außerdem eine coole Sache ist natürlich, gleichzeitig hast du durch die kürzere Mensur auch die Möglichkeit, natürlich dann dickere Saiten drauf zu machen, um das wieder auszugleichen. Aber du kriegst eben direkt mit dünneren Saiten auch noch weniger Spannung, wenn man das denn möchte. Also mit einem 9er-Satz zum Beispiel auf einer Les Paul hast du einfach direkt viel weniger Spannung als auf einer vergleichbaren Fender-Gitarre, die eben eine längere Mensur hat zum Beispiel. Und kannst da dieses super smooth Banding-Gefühl eben behalten. Oder was auch geht natürlich, wenn du jetzt hier 10er-Saiten drauf machen würdest, dann hast du vielleicht dieses Gefühl von den dickeren Saiten, wenn du das magst, aber trotzdem eine weniger hohe Spannung, was dich bei den Bandings wieder nicht behindert, ne? Also Bandings gehen hier eben super, Vibrato geht super. Übrigens auch jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, auf jeden Fall ist der Hals nicht so stark gekrümmt. Wenn du das Wort kennst, schreib es mir in die Kommentare, mir fällt es gerade nicht ein. Und dadurch gehen die Bandings auch noch ein bisschen leichter. Also es ist einfach nicht so stark gekrümmt, wir haben hier nicht so eine Welle, wie es bei zum Beispiel Fender-Gitarren ist, sondern bei der Gibson Les Paul hast du hier ein ganz flaches Griffbrett. Der Radius ist es, jetzt ist mir selber eingefallen, womit du dann hier auch die Bandings noch ein bisschen leichter hast. Und das eben in Kombination mit der kurzen Mensur, das macht es eben aus, dass du so einen smoothen Ton zum Beispiel auch kriegst, ne? Durch die weniger hohe Spannung, weicherer Ton. Das alles spielt eben in sich zusammen, die Konstruktion der Gitarre einfach. Und das macht eben die vierte Besonderheit aus. Die letzte Besonderheit, und dafür bist du ja dran geblieben, lass gerne noch ein Like da, wenn du es bis zum Ende von diesem Video auch geschafft hast. Da gucken wir jetzt uns mal die
weiter die Konstruktion an, nämlich die Brücke. Und zwar, das ist eine große Besonderheit, die man bei Gibson-Gitarren hier eben auch eigentlich fast immer hat, nämlich die Brücke an sich und auch die Fixed Bridge. Diese gesamte Konstruktion hier, die eben hier auf den Korpus gebaut ist. Wer schon mal das erste Mal bei einer Les Paul Saiten wechselt, der hat vielleicht den gleichen Schreck erlebt wie ich, nämlich das Ding fällt hier ab zum Beispiel. Das ist hier alles lose und das schwingt einfach alles total gut. Und natürlich, die Brücke hat auch ein ganz eigenes Gefühl. Aber was es dir ermöglicht, was bei anderen Gitarren nicht unbedingt der Fall ist, durch eine Fixed Bridge kannst du zum Beispiel solche Bangs hier machen, ohne dass deine anderen Gitarrenseiten out of tune gehen, also dass sie sich nicht verstimmen. Und das ist ganz cool, wenn ich es dir gerade mal vormache, wenn du sowas zum Beispiel spielst. Also auf einer anderen Gitarre wären meine Gitarrenseiten jetzt jedes Mal verstimmt, also die E-Seite wäre verstimmt worden, hätte ich hier im Bending reingehauen. Und hier passiert das eben nicht. Da kann ich dann mich selber begleiten und ein Solo dabei spielen, was für den einen oder anderen echt eine coole Sache ist. Also mir gefällt diese Art zu spielen besonders gut. Mag ich sehr gerne mit so ein bisschen Bassnoten hier rein. Und wenn ich nicht so ein Les Paul spielen würde mit einer Fixed Bridge, dann würde ich jetzt hier die ganze Zeit meine Saiten verstimmen. Was auch noch ein cooles Ding ist, wenn ich so diese typischen Country Bendings mache, so Double Stop Bendings, dann sind die wirklich in Tune. Denn bei Gitarren mit einem Tremolo zum Beispiel, hier wäre das Tremolo, verstimmt sich ja meine Saite. Das heißt, immer wenn ich das hier mache, bin ich eigentlich nie wirklich sauber in Tune, denn meine gesamte Gitarre ist verstimmt und das kann hier eben nicht passieren. Also für alle, die gerne diese Art von Bendings machen, da ist eine Les Paul richtig cool. Da kannst du dann das einfach ohne Bedenken machen, ohne dass deine Gitarre sich verstimmt. Wenn du auch noch einen Grund hast, schreib mir den in die Kommentare. Außerdem lass gerne ein Like und ein Sub da. Das waren meine 5 Gründe. Du findest hier bestimmt noch ein paar weitere Videos. Außerdem bin ich noch dabei, ein ähnliches Video für die Strat zu machen. Das findest du vielleicht auch schon, falls es veröffentlicht ist. Mein Name ist Tim und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis bald.